haben eine sehr junge und motivierte Liste für die Landtagswahlen zusammengestellt. Es haben sich sehr viele Südtirolerinnen und Südtiroler bei uns gemeldet, die eben für uns kandidieren möchten. Wir haben eine bunte Mischung der Gesellschaft, vom Baron bis zur einfachen Angestellten, vom Jugendlichen bis zur Pensionistin, sind alle dabei. Und das ist einfach wichtig, das macht dieses Gemeinsame aus, dieses Wir. Und unter dieses Motto stellen wir auch unseren Landtagswahlkampf: Wir machen unabhängig. Dieses Wir steht einfach für die Identität, für das Gemeinsame in unserem Land. Das Machen dafür, dass die Südtiroler Freiheit nicht nur spricht, sondern auch anpackt. Wir wollen Dinge bewegen. Wir haben das auch in der vergangenen Legislaturperiode schon unter Beweis gestellt. Ich nenne hier nur das Thema doppelte Staatsbürgerschaft, dass es ohne die Südtiroler Freiheit ja überhaupt nicht geben würde. Das ist auf uns zurückzuführen, dass das jetzt auch im österreichischen Regierungsprogramm eben festgeschrieben wurde und vor der Umsetzung steht. Als Landesjugendsprecher freut es mich sehr, dass ein Drittel der Kandidaten Jugendkandidaten unter 30 Jahre sind. Also das ist wirklich erfreulich und zeigt auch, dass unsere Bewegung mit frischem Wind in den Wahlkampf startet und auch somit in der Südtirols Jugendpolitik stark mitmischen wird. Die Selbstbestimmung und der Bezug zur Heimat kommt bei der Jugend sehr gut an und somit haben wir uns auch nicht schwer getan, Kandidaten, junge Kandidaten, zu finden. Wir haben viele verschiedene und interessante Kandidatinnen auf unserer Liste. Die Themen sind breit gefächert, vom Sozialen über verschiedene Absicherungen, Gesetze, die zukünftig einfach mehr Sicherheit bringen sollten, besonders für die Rolle der Frau in der Gesellschaft, aber eben auch im Berufsleben, in der Wirtschaft, eben in Bezug auf die Renten oder eben auch die Kinderbetreuung beziehungsweise eben auch die Familiengründungsfrage grundsätzlich für die Zukunft, um dem alles eine bessere und sichere Zukunft zu geben, wollen sich unsere Frauen für die Zukunft einsetzen. Wir wollen etwas bewegen in unserem Land, denn wir wollen mehr Unabhängigkeit. Wir wollen eine freie und von Italien unabhängige Zukunft. Und hier werden wir jetzt auch die italienische Regierung in die Verpflichtung nehmen, denn es haben ja Vertreter der Lega und auch von Cinque Stelle bereits angekündigt, dass sie eine Selbstbestimmung Südtirols durchaus auch akzeptieren würden. Und deswegen sagen wir, gut so, machen wir das, setzen wir das jetzt um und wir verlangen das auch von der Südtiroler Volkspartei, dass man diese Forderung jetzt ganz klar in Rom deponiert. Und deswegen wollen wir diese Themen auch mit in den Landtagswahlkampf hineintragen, denn je stärker die Südtiroler Freiheit aus diesem Landtagswahlkampf hervorgeht, umso mehr werden auch unsere politischen Themen in der Südtiroler Politik Gehör finden.